Tag und willkommen zu einer kleinen FAQ-Runde. Ja, ich habe gestern auf Twitter geschrieben, yo, stell mal Fragen in den Hashtag HeyKaggy und ich mache Oldschool Katamari, spiele Oldschool halt mäßig Katamari, ja, und gehe auf ein paar Fragen ein. Im Prinzip ist das sowas ähnliches wie Instagram, nur seriöser und ausführlicher und nicht so hart geschnitten. Deshalb, wenn ihr ein bisschen Lust habt auf ein bisschen seriösere FAQ-Runde, nicht so krass wie Instagram, ja, seid ihr genau richtig, ja. So, dann fangen wir einfach mal mit einem geilen Level an. Das Spiel nennt sich Wheel of Katamari. Ne, Moment, das war das Falsche. Das ist Katamari Forever. Ich habe schon mal sowas ähnliches gemacht, nur mit Wheel of Katamari, ein PlayStation 2 Spiel. Das ist ein PlayStation 3 Spiel. Und wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann schaut da vorbei. Da könnt ihr sehr, sehr viel über mich erfahren, weil da habe ich ja irgendwie über 50 Videos darüber gemacht, ja, wo ich halt ganze Zeit auf Fragen eingehe von den Zuschauern. Und da habe ich sehr viel über mich erzählt und bin, ja, oft abgeschwiffen, abgeschweift und habe sehr viel philosophiert und hast du nicht gesehen. Deshalb könnt ihr da gerne vorbeischauen, wenn ihr ein bisschen mehr über mich erfahren wollt. War ein schönes Projekt, hat Spaß gemacht und, ja. Das ist jetzt nichts Festes, was ich jetzt irgendwie jeden paar Tage alle bringen werde. Aber ich hatte einfach jetzt mal Bock wieder gehabt und jetzt so kurz vorm Ende des Jahres so eine kleine FAQ-Runde nochmal rauszuhauen, ist, glaube ich, ganz cool, oder? Deshalb, ja, starten wir mal einfach mal dieses wunderschöne Level, RoboKings Kosmos, Kosmos doch, und hier, und schieben einfach mal eine ruhige Kugel vor uns hin, ja, und gehen auf ein paar Fragen ein. So, und die erste Frage ist von Altan. Er fragt, hey Kaggy, bin ich ein guter Fan? Bin ich ein witziger Dude? Ja, Altan. Du bist ein Typ, ja. Du bist ein, du warst ein recht anstrengender Typ, ja. Also, wer vielleicht nicht von euch kennt, Altan ist ein Typ von Twitter. Auf YouTube bei mir in den Kommentaren eher weniger vertreten. Ist so ein Twitter-Mensch, der früher sehr oft meine Streams geschaut hat, mittlerweile nicht mehr so viel. Und ja, der Altan war früher mal eine äußerst anstrengende Person, ja. Also für mich jedenfalls. Aber er hat sich mittlerweile zusammengerissen und man kann ihn ertragen. Ja, Alter, du warst am Anfang recht anstrengend, aber das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, dass du echt anstrengend warst und ich war kurz davor, dich auf Twitter zu blocken, weil du mir auf den Sack gingst, weil zu jedem Tweet, den ich verfasst hatte, irgendeinen scheiß dummen Kommentar hattest, der mich mega aufgeregt hatte. Und ich war kurz davor, dich zu blocken, aber dann hast du dich noch zusammengerissen und bist ein witziger Dude geworden, ja. Deshalb, alles cool. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage von Stizzy. Er fragt, Kaffee oder Tee? Er ist recht schwierig. Das ist recht schwierig, weil ich liebe beides eigentlich. Vor allem jetzt, wo ich eine Kaffeemaschine bekommen habe. Ja, zu Weihnachten. Umso mehr Kaffee. Ja, also ich bin, wobei, ich trinke Kaffee eigentlich nur morgens. Morgens brauche ich halt immer so, wenn ich aufgestanden bin, brauche ich erstmal meine 2 Tassen Kaffee, damit ich erstmal in Fahrt komme, mehr oder weniger. Ja. Und Tee ist halt so ein Getränk, was man halt immer am Tag trinkt. Aber ich könnte auf keines von beiden verzichten, ja. Das eine ist für mich wie so ein, mehr oder weniger wie so ein Entspannungsgetränk, also Tee, den ich halt so über den Tag trinke. Wahrscheinlich ist das für die meisten so wie für euch ist das vielleicht so eine Cola, ist für mich vielleicht das ein Tee wahrscheinlich. Also so trinke ich Tee halt. Eigentlich so den Tag über, den ganzen Tag, alle möglichen verschiedenen Tees und so weiter. Und Kaffee, wie gesagt, halt nur zum Morgen. Und da jetzt eins von beiden zu entscheiden, auf einzig zu... Ah, ich glaube, ich würde Tee nehmen. Ich glaube, Kaffee ist zwar sehr wichtig für mich morgens, ja, aber ich denke, das ist einfach nur so eine Gewöhnungssache. Und ich würde, glaube ich, mich mit der Zeit, denke ich mal, abgewöhnen können. Und könnte darauf verzichten. Aber auf Tee zu verzichten... Oh, das ist ganz schön schwierig. Stell dir mal vor, ich könnte keine Schokolade mehr mit Tee genießen. Das ist das Geilste, was es gibt. Einfach Schokolade und Tee. Zartbitter Schokolade, mit Tee, geil. Ja, und das müsst ihr, darauf müsst ihr verzichten. Das geht ja gar nicht mal klar. Deshalb, nee, wenn, dann verzichte ich lieber auf Kaffee als auf Tee. Ja. Nächste Frage von Franzi. Sie fragt, hey Gary, wie alt warst du bei deinem Führerschein? Hattest du große Probleme bei den Prüfungen? Das Thema beschäftigt mich zurzeit sehr. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, war ich 19? Ich glaube 19? 19, 18. Irgendwie sowas in einem Dreh. Und ich hatte tatsächlich große Probleme gehabt, ja, mit der Prüfung. Theorie bin ich so knapp durchgekommen. Theorie habe ich halt, es war halt Theorie, ne? Das war wie Schule, musste halt ganz viel auswendig lernen oder halt generell sehr viel lernen, die Bögen immer wieder und immer wieder machen, ja. Und darauf hatte ich halt keinen Bock gehabt.
Und habe das halt ein bisschen schleifen lassen und bin halt dann zur Prüfung auch nur halb vorbereitet gegangen, zur Theorieprüfung. Und dementsprechend habe ich auch halbfertig bestanden. Ich bin aber zum Glück durchgekommen, aber halt mit 10 Fehlerpunkten. Ja, also für diejenigen, die sich damit nicht... Alter, jetzt geh doch hoch. Warte, beim PS3 kann man springen, ne? Alter, perfekt. Diejenigen, die sich mit Führerschein sollte nicht auskennen, du kannst bei der Führerschein, also bei der Führerscheinprüfung, bei der Theorie, gibt es für jede Frage, wenn du sie falsch beantwortest, eine bestimmte Fehlerpunktzahl. Ja, zum Beispiel, es gibt dann Fragen, die, bei denen, wenn du sie falsch beantwortet hast, bekommst du direkt 5 Fehlerpunkte. Und das sind halt die eigentlich so die krassesten Fragen, ja, die sollte man richtig beantworten. Wenn du davon 2 falsch hast, bist du direkt raus. Hast du komplett, bist komplett durchgefallen. Aber das sind auch solche Fragen wie, ja, du hast gerade einen Joint geballert, ja, du hast gerade einen Joint geballert, aber musst noch nach Hause fahren. Steigst du jetzt ins Auto und fährst oder bleibst du erstmal da und kurierst dich aus oder sowas, ja? Solche Fragen sind das, also recht easy, ja? Und die hatte ich halt, die waren bei mir, haben alle geklappt, aber ich habe halt diese 10 Punkte anders gesammelt, ja, mit anderen, mit irgendwelchen Zweierfragen oder mit Dreierfragen hast du nicht gesehen. Jedenfalls, 10 Punkte ist die Grenze, ja, bei 10, ab 11 Punkten fällst du halt durch. Und ich hatte halt genau 10 Punkte. Ich hatte genau 10 Punkte. Ich habe, glaube ich, 2 Dreier gehabt und 1 Vierer hatte ich gehabt. Und dementsprechend genau 10 Punkte. Ein mehr und ich wäre halt durchgefallen. Hat aber geklappt. Ich merke gerade, ich verkacke dieses Level gerade sehr hart. Wenn ihr vielleicht links in der Ecke sehen könnt, ich muss 1 Meter groß werden. Und ich bin gerade bei 28 Zentimeter. Und meine Zeit läuft gerade ab. Ich glaube, das Level muss ich gleich nochmal machen. Fuck. Fuck. Naja, was soll's. So, und dann kommen wir zur praktischen Prüfung. Die praktische Prüfung war alles andere als einfach. Ja, weil ich bin halt ein Mensch, der halt extreme Prüfungsangst hat. Ja, ja, ich hab's verkackt, ich weiß. Yay, nochmal von vorne. Ja. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der halt krasse Prüfungsangst hat. Vor allem Prüfungen, bei denen es halt um viel geht. Ja, und in dem Falle ging es halt um circa 200 Euro, ja, denn so eine Theorie, so eine praktische Prüfung, sogar mehr, so eine praktische Prüfung hat 200 Euro gekostet und wenn du die durchfällst, musst du ja halt noch ein paar Stunden wieder machen, normale, also Fahrstunden nochmal mit dem Fahrlehrer, um halt so ein bisschen aufzufrischen und halt die Fehler, die man gemacht hat, ein bisschen wieder auszubeugen, was dann wiederum ein bisschen teurer ist. Und so eine Fahrstunde ist halt von Fahrlehrer zu Fahrlehrer verschieden. Ich glaube, bei mir war so eine doppelte Fahrstunde circa 60 Euro, glaube ich. Also ich hatte generell eine recht, recht teure Fahrschule gehabt. War so eine Premium-Fahrschule. Ich weiß nicht, wieso ich da hingegangen bin. Ist auch egal. Jedenfalls, ja, es stand halt sehr viel Geld auf dem Spiel, wenn ich durchfallen würde. Und wenn halt sowas immer in meinem Hinterkopf ist, ja, dass es um sehr viel geht, ja, dann werde ich erst recht hibbelig und verkacke erst recht. Ja, und dementsprechend habe ich auch die Abschluss, die praktische Prüfung beim ersten Mal extrem verkackt. Extrem, ja. Ich konnte gar nichts. Ich hatte komplett Blackout. Ich konnte nicht mal. Ich saß im Auto, wie als hätte ich noch nie in meinem Leben mein Auto gefahren. Sogar ich glaube, ein Mensch, der zum ersten Mal am Steuer sitzt, ja, würde immer noch besser fahren, glaube ich, als ich in dem Moment gefahren bin. So gefahren bin ich. Ja, das war Chaos. Ich konnte am Anfang gar nicht mal anfahren, ja, weil meine Beine so extrem gezittert haben, dass ich nichts aufs Gaspedal drücken konnte. Ja, so krass haben meine Beine gezittert, weil ich es nicht konnte. Es ging einfach nicht. Ja, und ja, ich weiß. Und dementsprechend habe ich dann das erste Mal verkackt. Wie gesagt, davor halt in den normalen Fahrstunden war halt alles super, alles perfekt. Mein Fahrlehrer hat mich auch immer gelobt, dass ich das immer so gut kann und bla bla bla. Aber dann die Fahrprüfung, die gehen halt komplett in der Hose. Was ist das für ein Power-Up? Irgend so ein Power-Up habe ich gefunden. Egal. Ja. Ach so, okay, so ein Magnet-Power-Up. Das zieht alle möglichen Sachen an dich ran. Ich möchte jetzt nicht wieder in dieses Gebiet gehen. Ich bin hier letztes Mal hingegangen in dieses Gebiet und spring. Spring! Spring! Alter. Ich hasse dieses Springen. So. Gehen wir mal hoch. Wieder auf den Tisch. Ja, ja. Und aber beim zweiten Mal hat es geklappt. Zweiter Versuch habe ich dann geschafft. Wie gesagt, war halt sehr teuer, diese Prüfung, weil ich sie halt nicht bestanden habe. Und bei mir war es halt so, wie bei vielen vielleicht nicht ist, ja, ich musste halt alles selbst bezahlen. Ich habe damals schon gearbeitet
und musste halt alles aus meiner eigenen Tasche bezahlen, die Prüfung. Dementsprechend waren nicht Mama und Papa, die für mich dann alles bezahlt haben und ja. Aber das war, hat auch seine Vorteile gehabt, denn ich hatte dann keinen doppelten Stress bekommen, ja. Weil wenn es halt die Eltern wären, die mir das bezahlt hätten und ich hätte das versaut, dann hätte ich ja sozusagen meinen Eltern ziemlich großen Schaden angerichtet, ja. Und das wäre halt ziemlich ungeil, ja. Deshalb war es teilweise, klar, war es beschissen, weil es mein eigenes Geld war, aber teilweise war es auch ganz gut, weil dann habe ich niemand anderen belastet, sondern halt nur mich. Ja, und das war halt, ja, top-notch. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Chris Quid Rufus fragt, hey Gergi, wie war dein Weihnachten? Mein Weihnachten war alles andere als weihnachtlich, ja. Mein Weihnachten war sehr seltsam. Mehr oder weniger, weil es hat sich halt nicht weihnachtlich für mich angefühlt. Es waren halt viele, viele typische Weihnachtsdinger, die halt man normalerweise jedes Jahr hatte, haben irgendwie gefehlt. Erstens, wir haben nur einen Tag gefeiert. Normalerweise feiern wir bei mir in der Familie immer zwei Tage. Einmal immer am 24. Mit meinen Eltern. Und dann am 25. oder 26. dann halt nur mit der ganzen Familie zusammen. Also mit meinen Geschwistern und mit deren Familien und hast du nicht gesehen. Und das ist halt auch komplett... Ja, wir haben halt nur einen Tag gehabt. Nur einen Tag gehabt, wo wir dann alle direkt zusammen gefeiert haben. Ich habe nur wieder noch eine Minute. Alter, das Level ist irgendwie voll schwer. Und dementsprechend hat schon mal das gefehlt. Dann kam hinzu, dass ja meine Schwester vor kurzem ja ein Kind bekommen hatte. Und auch im Krankenhaus deshalb noch lag, während wir uns alle getroffen haben. Dementsprechend, spring, spring! Das heißt, mein Schwager kam alleine. Mein Schwager kam alleine, ohne sie, ja. Dann kam hinzu, dass der Mann von meiner anderen Schwester erkrankt war und im Krankenhaus lag, ja. Das heißt, er war auch nicht da, sie war auch alleine, ja. Und dann kommt noch hinzu, dass es für mich auch eines meiner ersten Weihnachten seit zig Jahren, wo ich ohne Begleitung da bin, sonst hatte ich immer halt eine Freundin gehabt, die mit mir da hingekommen ist. Und dieses Jahr war das halt zum ersten Mal so, dass ich auch alleine war. Und deshalb hatten wir halt drei Leute, die eigentlich immer jedes Jahr jemanden hatten. Also das Level ist voll schwer, ich kann das nicht. Auf jeden Fall drei Leute, die jedes Jahr jemanden dabei haben eigentlich, plötzlich ganz alleine waren. Und das war halt wieder mega seltsam, vor allem weil die Gruppe dann kleiner geworden ist, ruhiger geworden ist. Und ja, und es war halt dann dadurch irgendwie so eine komische Stimmung. Aber machen wir mal ein anderes Level. Wir haben mal kurz ein anderes Level. Ja, dann kam noch hinzu, dass meine Mama nicht die Gans gemacht hat. Ja, die Weihnachtsgans. Sonst macht eigentlich immer meine Mama die Weihnachtsgans. Jetzt kam hinzu, dass die Mutter von meinem Schwager die Weihnachtsgans gemacht hatte. Und die war halt ja komplett anders. Die war halt komplett anders. Und das hat sich auch irgendwie... und halt war auch irgendwie nicht weihnachtlich, die Gans. Und keine Ahnung... Und da sind so ein paar Sachen halt, wie gesagt, die halt so eingetreten sind, die, ja, dann dieses komische, typische Weihnachten anders gemacht haben und es sich dann nicht wirklich wie Weihnachten angefühlt hatte. Es hat sich im Grunde für mich angefühlt wie ein Geburtstagsfest mit der Familie. Ja, so ein typisches Geburtstagsfest und nicht wirklich wie so ein richtiges Weihnachten. Keine Ahnung. Und hinzu, ich glaube, das, was noch ganz stark dazu beiträgt, ist halt einfach dieses Dingensgefühl. Dieses, dass man keine Ferien hat, ja, dass man keine Ferien hat, also wenn man YouTube macht, hat man ja sozusagen keine Ferien, weil du machst ja jeden Tag Videos und wenn man, sag ich mal, zur Schule, zur Arbeit geht, ja, dann hat man ja meistens dann zu Weihnachten Urlaub, Ferien, wie auch immer, frei jedenfalls, ja, und das ist dann halt so ein weiterer Punkt, der dich, sag ich mal, auf Weihnachten mehr oder weniger pusht, der deinem Körper definitiv verklickert, jo, es ist Weihnachten. Ja, weil du hast frei. Es sind Ferien. Du hast frei. Ja. Und dieses Gefühl hatte ich wiederum auch nicht gehabt. Weil für mich war halt Weihnachten wie jeder normale Tag. Ich habe gearbeitet. Ich habe am nächsten Tag gearbeitet. Ich habe davor gearbeitet. Also was heißt gearbeitet? YouTube-Videos gemacht. Ja, dementsprechend. Und hatte nicht wirklich frei. Ja, und deshalb kommt das nochmal hinzu. Wieso halt, ja, es sich wenig weihnachtlich angefühlt hat. Deshalb... Weihnachten war für mich, gab es dieses Jahr eigentlich nicht wirklich. Es war wie, ja, wie eigentlich für so ein Geburtstagsfest und kein Weihnachten. Deshalb sehr schade, denn ich mag eigentlich Weihnachten. Ich mag dieses weihnachtliche Feeling, aber das gab es irgendwie nicht. Aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dieses weihnachtliche Feeling wieder bekomme, denn wie gesagt, ich mag es. Ja, ich glaube, nächstes Jahr werde ich auch mir Schmuck und so weiter für meine Wohnung kaufen, damit ich ein bisschen mehr nochmal dieses Weihnachtsfeeling bekomme. Ja, denke ich mal, dass ich das mache. Irgend so einen kleinen Pissbaum kaufe und vielleicht ein bisschen...
mein Regal hinter mir schmücke, ein bisschen weihnachtlich mache oder sowas. Wäre, glaube ich, ganz cool. Ja, nächstes Jahr, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Geld verdiene, dann klappt's. Ja. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Von Melly. Was geht ab, Melly? Sie fragt, hey, Reggie, welche Fragen nerven dich unter deinen Videos oder im Stream am meisten? Ich glaube, keine Frage hat mich bisher so... Vor allem, man darf das eigentlich gar nicht sagen. Man darf nirgendwo sagen, welche Fragen einem am meisten nerven. Sonst entsteht das Magst-du-Bratwurst-Prinzip, ja? Und dann fucken dich die Leute erst recht alle damit ab. Aber hey, was soll's? Ich gehe das Risiko ein. Und zwar, bis jetzt haben mich die Fragen, die mich am meisten abgefuckt, genervt haben. Das waren zur Sommerzeit, ja? Und ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, ja? Nämlich die Fragen bezüglich meiner Mütze. Ja, das war ziemlich anstrengend. Meine Videos in der Sommerzeit, ja, waren zu 50% bestand daraus, wieso trägst du eine Mütze? Ist dir nicht warm? Draußen ist doch warm. Ja, diese Fragen. Und dann kam noch hinzu, wieso trägst du überhaupt eine Mütze zu Hause? Du bist doch drinnen. Die Menschen verstehen nicht, wieso man eine Mütze zu Hause trägt, ja. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Das ist genauso wie vor 10 Jahren hatten die Menschen auch nie verstanden, wieso man Cappies trägt, ja. Cappies halten den Kopf auch warm. Ich glaube, mit einer Cappy würde ich sogar mehr schwitzen als mit dieser Mütze, ja. Und bei Cappies mittlerweile fragt man ja auch nicht mehr, hey, wieso trägst du eine Cappy zu Hause, im Haus drin? Weil vor 10 Jahren war das nicht so üblich. Ja, heutzutage ist das ja auch Mode mittlerweile, dass jeder zweite Depp eine Cappy trägt. Früher war es halt nicht so, ne? Früher, als ich eine Cappy getragen habe, wurde ich auch immer gefragt, wieso trägst du sie zu Hause? Bist du doof? Ja. Und ich sie dann immer aus Scham immer zu Hause ausgezogen habe. Oder wenn ich halt irgendwo bei Gästen war, bei Freunden, wie auch immer, immer aus Scham ausgezogen habe, weil ich diese Frage nicht ertragen konnte. Ja. Und jetzt, 10 Jahre später, werde ich wieder mit diesen Fragen konfrontiert, aber nicht mehr mit einer Cappy, sondern mit einer Mütze. Da muss ich wieder 10 Jahre warten, bis die Leute wieder damit klarkommen. Ja. Aber ich glaube, das ist so die nervigste Frage gewesen, die ich hatte bis jetzt. Ansonsten, der Rest hält sich eigentlich, glaube ich, in Grenzen. Oder, genau, was auch ganz genervt hatte ziemlich war, wann kommen wieder neue Videos auf dem anderen Kanal? Ja, auf diesem Kanal. Auf diesem Kanal kamen ständig immer wieder Fragen, wann kommen wieder Videos, wann machst du Videos, hast du den Kanal aufgegeben und so ein Kram. War auch extrem nervig, aber ich glaube nicht so nervig wie das mit der Mütze. Ja. Noch eine Frage von Melly. Sie fragt, hey Reggie, in welcher Kindersendung, egal ob noch existent oder nicht, würdest du gerne einmal mitspielen? Ganz easy, Leute. Shin-Chan. Ja. Ich möchte einfach mal in die Grundschule mit Shin-Chan gehen und einfach mal mit dem Typen abhängen und einfach mal mit dem Typen ausrasten. Ich glaube, das wäre super cool. Ich glaube, das wäre super cool. Einfach mit dem Typen und mit seiner Freundin, mit seiner Bande, mit seiner Freundenbande einfach mal ausrasten, mit dem Jungen einfach mal Frauen hinterher zu laufen. Ich glaube, das wäre ziemlich lustig. Ich habe hier mehrere Fragen bezüglich, die werde ich jetzt nicht allein blenden, aber ich habe hier mehrere Fragen bezüglich Spiel 2015. Welches Spiel für mich 2015 das Beste war und was 2015 spieletechnisch für mich eine Enttäuschung war. Dazu muss ich auch sagen, ich habe natürlich nicht alles gespielt, was rausgekommen ist. Nicht unbedingt viel, auch nicht unbedingt viel, weil geldtechnisch hat es halt nicht geklappt, dass ich mir alles Mögliche kaufen konnte. Sehr schade, ja. Zeittechnisch hätte es wahrscheinlich auch nicht geklappt, dass ich alles spielen konnte. Aber das, was ich gespielt habe, würde ich sagen, was ich am meisten gefeiert habe an Spiel, war, denke ich mal, es ist nur ein DLC, aber Isaac, denke ich mal, das Isaac-DLC, also Afterbirth, das habe ich halt extrem gefeiert und feiere ich immer ja noch, obwohl ich mir das manchmal nicht anmerken lasse, aber das spiele ich immer noch gerne und feiere es immer halt noch immer gerne, deshalb 2015 Isaac, ja, Afterbirth, auch wenn es nur ein DLC ist, ist egal, dieser DLC ist größer als manchen Spielen, ja, und meine größte Enttäuschung dieses Jahr war Xenoblade. Ja, Xenoblade, weil viele Leute Xenoblade den ersten Teil so krass extrem gehypt haben und alles, was ich dazu gesehen habe, sah auch mega cool aus und dann kam Xenoblade Chronicles X, das neue Xenoblade und ich wollte das unbedingt haben, weil alle haben den ersten Teil so krass gehypt und es sah halt auch cool aus, was ich gesehen habe, dass ich unbedingt dann halt den neuen Teil auch spielen wollte, ja. Also ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Deshalb wollte ich unbedingt den zweiten Teil spielen, also generell, das ist ja kein zweiter Teil, ja, aber halt einen neuen Ableger von der Serie spielen, ja. Wollte ich unbedingt haben, ich habe lange Zeit überlegt, ob ich mir das direkt zu Release hole und so weiter. Und das wurde mir dann genommen, diese Entscheidung, ja, noch ein Level, okay. Diese Entscheidung wurde mir damals dann genommen, indem mir dieses Spiel geschenkt wurde, von meinem Netzwerk.
Ja. Und ja, das Spiel hat mich dann enttäuscht. Ich habe sehr viel Zeit in dieses Spiel investiert und habe sehr lange gebraucht, um festzustellen, dass dieses Spiel ein ziemlicher Schmuh ist. Ja. Das ist ein ziemlicher Schmuh. Aber ich glaube, das glaube ich, geht jedem so, der Xenoblade Chronicles X spielt. Der am Anfang denkt man sich noch, boah, ist das cool, es ist so riesig, so viel Input, man hat so viel zu tun. Aber wenn man seine Stunden gespielt hat, ja, wenn man seine Stunden gespielt hat und reingekommen ist ins Spiel, dann wird man halt sehr, sehr viele Schwächen sehen. Sehr viele Schwächen sehen und ja, deshalb, ich habe da sehr viel erwartet, habe sehr viel gehofft. Die Anfangszeit des Spiels, die ich gespielt habe, hat mich extrem gehypt, hatte sehr viel Spaß gehabt. Aber ja, es ging dann mega stark zurück und eigentlich wollte ich es gerne durchspielen und dementsprechend war das für mich eine sehr große Enttäuschung. Sehr schade. Denn ich finde das Spiel optisch sehr schön. Es hat sehr viele gute Ansätze, aber im Großen und Ganzen hat es auch vieles falsch gemacht. Deshalb. Nächste Frage von Pongo. Er fragt, Herr Kegi, wie findest du Ecchi in Anime? Denkst du, Ecchi-Zeug zerstört Anime oder bist du dafür? Ecchi für diejenigen, er ist halt so, ja, so, sozusagen ein Softporno. Mehr oder weniger ein Anime. Nein, nicht, das ist schon übertrieben. Anime halt mit äußerst erotischen Einblicken, ja. Was ich davon halte, nicht viel. Ja, also erstens, der Humor dieser Ecchi-Animes ist meistens immer nur nach 15 immer komplett gleich. Der Humor ist halt immer gleich. Immer die gleiche Scheiße. Oh, ich bin gestolpert. Oh, ich bin mit meinem Gesicht in ihre Brüste reingefallen. Oh, und alle 13-jährigen Jungs lachen. Ja. Und sowas halt, ja. Erstens, wie gesagt, der Humor ist überhaupt nicht meiner. Ja. Kann ich aber verstehen, wenn Leute darüber lachen. Ja. Ist bestimmt für manche Leute lustig. Ja, für mich halt nicht. Und ob es mich stört? Eigentlich nicht. Mir kann es eigentlich recht egal sein. Aber das Einzige, was mich daran stören könnte oder vielleicht stört sogar, ist, dass dieses Ecchi-Zeug ein recht schwarzes Licht auf die ganze Anime-Szene legt. Ja? Weil Animes, es gibt viele tolle Animes, ja. Aber durch dieses ganze Ecchi-Zeug und durch die ganze Anime-Fangemeinde, die dieses Ecchi-Zeug so extrem, sage ich mal, hyped und in den Vordergrund drängt und meistens sogar zu stark in den Vordergrund, dass ich, glaube ich, auch ganz gut verstehen kann, wieso Außenstehende, die keine Ahnung von Animes haben, Animes mit irgendwelchen perversen Hentai-Zeug verbinden, mit irgendwelchen perversen Zeichentrick-Pornos verbinden. Kann ich mir gut vorstellen, weil die ganze Anime-Gemeinde und so weiter ist schon hart drauf geil auf dieses ganze Ecchi-Zeug und da geht halt meistens auch das Schöne, die schönen Sachen eher in den Hintergrund, ja. Und mir kann es egal sein, ist mir scheißegal, ob irgendwelche Leute finden, dass Animes nur irgendwelche Pornos sind oder sonst was, ist mir scheißegal. Ich gucke trotzdem, was ich will, ja. Das habe ich auch schon damals gemacht und das mache ich heute immer noch so, ja. Ich gucke, was ich will, egal was die Masse davon hält, ist mir scheißegal. Aber trotzdem ist es schon, glaube ich, ein bisschen unschön, denke ich mal, wenn das so, ja, dunkles Licht auf diese Szene wirft. Nur durch dieses Ecchi-Zeug. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Ecchi-Zeug in den letzten Jahren halt immer mehr und mehr wird. Immer mehr und mehr. Immer mehr Ecchi-Animes und immer mehr 13-jährige rasten zu diesen Ecchi-Animes aus. Er ist halt mittlerweile echt extrem. Er ist halt echt extrem. Ich fand die Hayao Miyazaki hat ja mal diese ganzen 0815 Ecchi-Animes und generell 0815 Animes hart mal kritisiert. Ja, fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung, die Kritik. Finde ich auch, dass man vielleicht da ein paar, sag ich mal, Anime-Studios, die man vielleicht, ja, das ans Herz nehmen sollen, ja, dass er das so krass kritisiert hat, weil null Kreativität, alles sieht gleich aus, alles hat die gleiche Handlung und so ein Kram und er hat ja, glaube ich, sogar gesagt, sowas gesagt, dass er sich mehr oder weniger sogar mit seinen Werken, also Hayao Miyazaki, wer den Typen nicht kennt, ist halt der Typ von Ghibli, ja, dass er, glaube ich, sogar gesagt hatte, dass er sich von dem ganzen Anime-Zeug distanzieren will, ja. Er will nichts damit zu tun haben, er will seine Sachen nicht Anime mehr nennen. Irgendwie sowas mal, glaube ich, gab's mal. Ja, auf jeden Fall sehr krass ist er da mal vorgegangen dagegen, ja. Ist halt verständlich,
Ist halt verständlich, weil, wie gesagt, diese ganzen Anime heutzutage, viele davon sind halt echt unkreativ und alle das Gleiche, mehr oder weniger. Alle sehen gleich aus, alle haben dieselben Witze, alle haben dieselbe Handlung und ja. Es ist manchmal eher recht schwierig, einen Anime rauszufinden, der mal etwas Innovation bringt. Ja. Ja. Nächste Frage und ich denke mal auch die abschließende Frage von Traffy Law. Eine Frage hergegeben, auf was bist du am meisten stolz im Jahr 2015? Ich glaube, am meisten stolz in diesem Jahr bin ich, denke ich mal, auf diesen Kanal. Weil ich habe hier in den letzten Monaten, seit Februar betreibe ich diesen Kanal. Und seit Februar habe ich halt hier extrem viel Arbeit und sehr extrem viel Liebe reingesteckt. Und zu dem, was er momentan geworden ist, bin ich eigentlich recht stolz, würde ich sagen. Und nicht nur stolz auf diesen Kanal, sondern auch stolz auf die Community, wie sich entwickelt hat auf diesem Kanal, in den Kommentaren. Deshalb dürft ihr euch auch mal auf die Schulter klopfen. Der Papa Keggy ist stolz auf euch. Ja. Und ja, ich würde auch sagen, das sind die abschließenden Worte für heute. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, wie ihr es mir zeigen könnt. Ja, Alter, ich bin voll verpeilt. Und wenn ihr mehr von sowas wollt, ja, dann schreibt es in die Kommentare. Zeigt es mir, dass ihr auf sowas Bock habt. Und dann gibt es vielleicht demnächst nochmal so eine Runde. Ja, so eine Katamari FAQ Twitter-Runde. Ja, dafür müsst ihr mir auch auf Twitter folgen, weil das kündige ich dann auf Twitter an. Ja, deshalb folgt mir auf Twitter und dann wisst ihr Bescheid. Wenn ich das wieder ins Leben rufe. Ansonsten bleibt cool, passt auf euch auf, macht keinen Unsinn und wir sehen uns. Ciao.